Wenn man Kriegsjournalist ist, sieht man viele schreckliche Dinge. Bei den Geschichten, die ich erzählt habe, habe ich die schlimmsten Seiten der Menschheit gesehen. Aber auch die besten. Vor 6 Jahren sah ich ihn. Den größten, mysteriösesten Helden unserer Zeit. Direkt in Aktion. Ich habe aus der ersten Reihe miterlebt, was er an diesem Tag getan hat. Und es hat alles für mich verändert. Jeder, der das hört, weiß genau, über wen ich rede. Der Mann, der uns gerettet hat, die Erde gerettet hat, die Menschheit gerettet hat. Master Chief Petty Officer Spartan 117. Wir kennen ihn unter dem Namen Master Chief. Vor einigen Monaten wurde ich beauftragt, ein genaues Profil über den Master Chief zu erstellen. Mit den ganzen Möglichkeiten, exklusive Zugriffsrechte und so weiter. Seitdem hatte ich viel mit Leuten geredet, die meinten, sie würden den wahren Master Chief kennen. Den Jungen, den Soldaten, den Helden, den Verräter. Ich wusste eigentlich immer, wohin die Geschichte gehen würde. Ich wusste genau, welche Geschichte ich erzählen wollte, die Geschichte, die jeder von uns hören wollte. Glorreich, inspirierend, eine Blockbuster-Biografie über den Helden. Das ist alles, was ich tun wollte. Aber die Wahrheit ist nicht immer so klar. Als ich am ersten losen Faden zog, ist alles in sich zusammengebrochen. Nun, da dies passiert ist, finde ich mich selbst in vielen Fragen wieder. Fragen, die ich mich nie trauen würde zu stellen. Gestellte Geschichten? Menschen, die nicht das sind, was sie behaupten zu sein? Vertuschung über Vertuschung? Dieser ständige Regen an Theorien, die alle verrückt für mich klingen, sie scheinen nur nicht mehr so weit hergeholt. Und diese beunruhigenden Gerüchte über Anomalien. Irgendwas Großes passiert da draußen in den Tiefen des Alls und ich kann nicht eine einzige Sache über das Leben eines einzigen Mannes kombinieren. Für mich ist es nun klar, ich kann die schöne Geschichte nicht verändern. Aber vielleicht kann ich die hässliche zerschlagen. Zum ersten Mal in meiner Karriere kann ich dies ehrlich sagen. Ich kenne das Ausmaß dessen nicht, wohin dies führen wird. Und dies lässt mich nachts nicht mehr schlafen. Aber ich bin mir sicher, wir alle verdienen es, die wahre Geschichte zu erfahren. Wir müssen wissen, wohin das führen wird. Ich weiß, ich tue es. Und so finde ich mich wieder am Anfang. Wer ist der Master Chief? Wo kommt er her? Und wird er uns in Sicherheit halten? Seid dabei, wenn ich nach der Wahrheit des Master Chiefs jage.